Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer mit der aktuellen Umfrage. Und wie jeden Donnerstag analysieren wir das Ganze mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Schönen guten Abend an beide Herren. Und wir starten natürlich auch jetzt mit der Sonntagsfrage und als erstes die Hochrechnung der Sonntagsfrage. Schauen wir noch einmal drauf. Die FPÖ kann gegenüber der Vorwoche wieder 1 Prozentpunkt zulegen, kommt jetzt auf 33%. Die ÖVP verliert 2 Prozentpunkte, ist jetzt bei 21%. Die SPÖ verliert auch 1 Prozentpunkt, ist überhaupt nur noch bei 19%, fällt also unter die 20%-Marke. Neos kommen auf 11%, Grüne auf 8%, Kappe wäre mit 4% zumindest in dieser Umfrage hauchdünn im Nationalrat vertreten und andere Parteien liegen bei 4%. Und vielleicht schauen wir uns auch noch ganz kurz die Rohdaten dieser Umfrage an. Da ist die FPÖ bei 31%, legt hier sogar 2 Prozentpunkte zu. ÖVP auf 15% nur noch in den Rohdaten, sogar nur noch auf Platz 3. Die SPÖ verliert 3 Prozentpunkte in den Rohdaten, ist bei 16%. Neos kommen auf 10%, Grüne auf 7%, minus 1, KPÖ 4, 17%, sagen keine dieser Parteien. Herr Westenthaler, für Sie muss man sagen, ein freudiger Tag wie die letzten Tage und die letzten Wahlen. Aber heftig sind diese Werte natürlich schon für die Ampelkoalition, sogar in der Hochrechnung, vielleicht schauen wir uns auch da nochmal die Zahlen an, kämen die nur noch hauchdünn auf eine Mehrheit, also die haben nur noch 51%. 51%, das ist eine Watschen sondergleichen, nur dazu jetzt im Vergleich der letzten Wochen, wo es ja kontinuierlich runtergegangen ist, die waren ja nach der Wahl alle miteinander irgendwo bei 55%, jetzt sind sie bei 51% und es zeichnet sich ab, dass sie in den nächsten Wochen unter die 50% fallen wird. Das heißt, das wäre fast eine Rekordregierung, die nicht einmal noch im Amt ist und schon keine Mehrheit mehr hat. Also das ist absurd in Wahrheit, absurd ehrlich aber vom Wähler und vom Wähler und auch von den Befragten, weil die Menschen mit dieser Ampel nichts anfangen können, weil die nicht nur keine Ergebnisse liefern, sondern bereits jetzt, bevor sie überhaupt nur eine Regierung gebildet haben, öffentlich bereits zum Streiten beginnen. Es war ja schon arg, ne? Wie diese Beamtengehälter da Erhöhung, diese Lohnrunde war und die Neos gleich voll losgeschossen haben. Also der Herr Schellhorn ist ja wie eine abgezogene Handgranate und man kann ja davon ausgehen, dass der sich auch in einer Regierung mit Sicherheit nicht zurückhalten wird und nicht der Einzige ist. Da gibt es dann noch die Brandstätters und wie sie alle heißen, die natürlich allen auch also ein gesundes Maß an, naja, an, wie soll ich sagen, an Selbstbewusstsein einbringen, möglicherweise auch an Egoismus. Das wünsche ich dem Herrn Nehammer und vor allem dem Herrn Babler dann schon alles Gute. Wenn die jetzt so zum Streiten anfangen, haben sie auch schon bei der Frage der Bewertung der US-Wahl, weil hat es ja 3 verschiedene Meinungen gegeben. Das heißt, man will das nicht und man traut denen auch nichts zu. Und mit Verlaub, wenn man ein bisschen mit offenen Augen und Ohren derzeit durchs Land geht und nachdem wir dort, wie die Regierung ja selber sagt, hunderte Menschen verhandeln, dann hört man halt sehr viel auch aus den Verhandlungskreisen und es wird einem viel zugetragen. Und es knirscht und kracht an allen Ecken und Enden. Also es ist hochinteressant. Es ist ja immer so, dass versucht wird, Gemeinsames jetzt durchzuwinken und wo man keine gemeinsame Linie findet, dann gibt es ein rotes Hackerl und es geht dann in den Lenkungsausschuss. Naja, der geht schon über, höre ich, der Lenkungsausschuss, weil es so viele Fragen, offene Fragen gibt, die nicht gelöst werden können und die zentrale Frage, und das ist etwas, was die Menschen auch nicht gutieren ist, wenn man sie für dumm verkauft. Und wenn es stimmen sollte, was wahrscheinlich auch ihr gehört habt, dass der jährliche Finanzierungsbedarf nicht 5 und auch nicht 10 Milliarden, sondern 15 Milliarden ist jährlich ab kommenden Jahr, dann kann man sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht, nämlich ein beinhartes Sparpaket auf dem Rücken der Wählerinnen und Wähler und auf dem Rücken der Menschen, die eh kein Geld im Moment zum Leben haben. Und wer weiß, vielleicht angesichts dieser katastrophalen Umfrage, vor allem für die SPÖ, aber auch für die ÖVP, kommt dann der eine oder andere auch in den Verhandlerkreisen zum Ergebnis, eigentlich ist das nicht sehr gut für uns, was da gerade passiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da manche gerade kalte Füße bekommen und sich anschauen, das geht den Bach hinunter. Und eine Sozialdemokratie, das wissen wir aus der Geschichte, dann bin ich mit dem Einleitungsstatement schon fertig, die nichts zum Verteilen hat, die sanieren muss und ein Budget mit 15 Milliarden Loch kitten muss, das
aufgrund der Ereignisse ihrer Vorgänger, nämlich der ÖVP, quasi für die ÖVP die Räuberleiter machen muss, da bin ich mir nicht sicher, ob die nicht bereits eine Absprungbasis suchen. Aber man wird sehen. Wenn man sich diese Umfragewerte ansieht, dann müsste ja die SPÖ normalerweise Kehrtwende machen und so schnell wie möglich von dieser Ampelreise ausnehmen oder weglaufen. Ich habe mir gerade was Interessantes gedacht, nämlich wer sagt, dass bei allfälligen Verhandlungen FPÖ, ÖVP, die dann noch über 50% liegen, wenn die wirklich Sparpakete machen müssen oder Einsparungen oder zusätzliche Steuereinnahmen oder wie sanieren die das Budget dann? Das wird immer so erratisch diskutiert. Dann kommt dann die SPÖ, wenn die SPÖ kommt und noch zwei Parteien. So wie das da ausschaut, mit 4%, 2%, dann passieren das die Freiheitlichen, wenn sie glauben, sie können eine Regierung bilden, dass sie dann auch drei Parteien dafür brauchen würden, wenn da die anderen Parteien halt dann weniger haben und das geht sie dann gar nicht aus. Welche Konstellation kann so sein, dass wenn man Regierungsverhandlungen hat und dann dieses Budget, das ist übrigens die damit hat die SPÖ gar nichts zu tun, weil die ist nämlich schon seit über 7 Jahren in Opposition. Und alle die Vorgängerregierungen haben das zu verantworten, dass es jetzt so eine Situation mit den 15 oder 10 Milliarden Einsparungsnotwendigkeiten gibt. Also man müsste schon ein bisschen wie das so schön heißt, die Kirche im Dorf lassen, weil das im Endeffekt dann eine ganz große Rolle bei allfälligen Verhandlungen spielt. Daher ist es mutig, wenn die drei Parteien sagen, so, jetzt rammen wir das auf, was die, ja, in Wahrheit, was die ÖVP ja, da zu verantworten hat mit den Grünen und vorher die ganzen Covid-Spenden und dann Schwarz-Blau und alles Mögliche. Und da muss ich sagen, besonders finde ich das interessant, dass dann die ÖVP sagt, ja, ja, 37 Jahre sind wir in der Regierung, wir haben das Ganze durcheinander zu verantworten, den ganzen Schuldenberg und so weiter. Und damit das aber in geordneten Bahnen im Interesse der ÖVP, nicht Österreichs, abläuft, wollen wir vielleicht länger noch an der Regierung sein, vielleicht eventuell sogar den Finanzminister stellen und den Bundeskanzler und so weiter. Und da finde ich, das ist eine Problematik, die wird man dann sehen, wenn die drei dann wirklich zu Ergebnissen kommen. Ja, das Zahlenspiel, wie so schlägt der Nehammer, der muss sich mal hinstellen und muss das interpretieren, was er zu verantworten hat, wieso er das zulassen hat, dass das so viele Schulden sind, dass so ein Defizit ist. Und dann, wieso er sich berufen fühlt, das zu beseitigen. Aber schocken Sie diese FPÖ-Zahlen, 33% in der Hochrechnung, in den Rotdaten 31%, das ist schon gleich viel wie SPÖ und ÖVP zusammen. Ja, ich gehöre zu denjenigen, die sagen, da sind demokratische Parteien. Ja, und wenn die demokratischen Parteien Schnittmengen haben, dann machen sie Koalitionen. So, oder versuchen, da im Interesse Österreichs da das alles wieder in Ordnung zu bringen. Schocken tut mir gar nichts, ja, weil es ist eine Mischung von vielem. Wir haben ja unzählige Analysen gehabt, auch in der Steiermark, aber auch da. Das ist eine Mischung von vielem, was die, ob das die Migration, die Teuerung ist, ob das ist das Misstrauen gegenüber dem Führungspersonal in der Republik. Da gibt es dann so der Bundespräsident, der den Kickl nicht einmal einen Regierungsauftrag gibt, obwohl er erst da ist. Also da sind viele Punkte, die da zusammenkommen und die sind verantwortlich, dass die jetzt in der Hochrechnung 33 und bei den Rotdaten 31% haben. Und das müssen sich die anderen Parteien überlegen, die in Konkurrenz mit den Freiheitlichen sind. Wie kann ich eine Politik entwickeln, die diesen Anstieg der FPÖ wieder bremst und wieder hilft abzusenken? Eine der Methoden kann sein, Mitverantwortung. Eine andere Methode kann sein, einfach im Wettbewerb der Konzepte und der Ideen und der Vorstellungen besser zu sein. So, das ist mein Ding, was ich aus dem ziehe. Was die da im Hintergrund, in den Hinterzimmern alle miteinander diskutieren, alle Parteien nämlich, da nehme ich niemanden aus, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie Hinterzimmer mag ich keine. Aber schau, es geht ja am Ende um Vernunft. Ja? Und ein bisschen haben wir ja bald schon steirische Ergebnisse da in den Umfragen. Also das ist ja, das spiegelt ja das wieder. Ne? Wenn man sich das anschaut, 33%, und vor allem der Abstand zu den anderen Parteien, ja, ist mittlerweile, das ist eine sagenhafte 12% zur ÖVP, und sagenhafte 14% zur SPÖ. Und in den Rotdaten, wie ja Niki Fellner richtig gesagt, musst beide schon zusammenzählen, ÖVP und SPÖ, und kommst auf denselben Wert wie die Freiheitlichen. Warum habe ich jetzt den Steiermark-Vergleich hergenommen? Weil in der Steiermark das, ich sage jetzt einmal,
der miese Versuch der ÖVP in der Wahlnacht noch eine Koalition gegen den Wahlsieger zu schnüren von Drexler, der mit der SPÖ und mit den Neos bei beiden angefragt hat, ob sie nicht eine Ampelkoalition machen wollen. Warum ist der gescheitert? Warum musste der scheitern? Weil der Abstand so groß war und weil die Vernunft gesiegt hat, vor allem in der Sozialdemokratie, die gesagt haben, nein, das halten wir nicht aus. Das halten wir nicht aus bei so einem Unterschied, nämlich von 8% vom ersten auf den zweiten und noch mehr auf den dritten, geht's nicht. Und da sind wir aber jetzt mittlerweile. Das heißt, es hat sich ja die Welt weitergedreht seit dem 29. September. Und wären jetzt Wahlen, wäre in etwa das Ergebnis. Übrigens ein Kompliment einmal an den Professor Beitelmeier, den ich ab und zu auch gern kritisiere. Aber der ist verdammt gut gelegen bei den Umfragen in der Steiermark. Muss man, zieh den Hut, war wirklich, ist nahezu einen Prozentpunkt genau gelegen. Daher glaube ich auch diese Umfragen. Ich denke, die haben einen realen Hintergrund. Und jetzt fragt sich die Vernunft, ist es wirklich vernünftig in Zeiten wie diesen, wo jeden Tag eine neue Pleite an die Öffentlichkeit kommt? KTM, 3.500 Mitarbeiter, in Berndorf, Schaeffler. Ständig passiert in der Wirtschaft etwas. Das geht gerade im Bach hinunter. Arbeitslosigkeit, Betriebsabsiedelungen, zu hohe Steuerbelastung. Also unglaubliche Hemmnisse, die da sind. Und da glaubt ein Nehammer ernsthaft, der 11% verloren hat bei der Wahl und in den Umfragen da herumgurkt, irgendwo zwischen 15 und 21%, dass er das mit einer Dreierkoalition da heben kann? Wer glaubt denn das außer ihm? Und die Frage an Neos und Babler ist die Gegenfrage: Wie wollt ihr eigentlich den Menschen, die euch nicht mehr vertrauen, in den Umfragen -3 in den Rotdaten der SPÖ auf 16, wie wollt ihr denen eigentlich erklären, dass ihr jenen Menschen zum Bundeskanzler macht, der für diese ganze Misere die Verantwortung trägt? Und du hast was Falsches gesagt vorher, Josef, das muss ich korrigieren. Für diese Misere, die wir jetzt haben, tragt die Vorvorregierung, nämlich die mit freiheitlicher Beteiligung, überhaupt keine Verantwortung. Das ist made in den letzten 4 Jahren. Das ist made bei Nehammer, das ist made bei seiner Regierung, der in Wahrheit nicht umgehen kann, offenbar mit Geld und Wirtschaft, was für einen ÖVP-Vorsitzenden ohnehin schon schlimm ist. Aber die ÖVP zieht ihre Partei, aber auch das Land hinunter mittlerweile, weil er nicht erkennt, dass der Nehammer nicht gewählt worden ist und weil er den Wahlsonntag am liebsten streichen tät und aus dem Kalender verbannen würde. Übrigens gleich wie Drexler in der Steiermark, der lässt sich auch bestätigen und glaubt jetzt, er kann als -9 Wahlverlierer eine Koalition bilden mit dem Wahlsieger. Das ist halt leider eine falsche Strategie, die ÖVP da fährt. Also wird sehr, sehr spannend und ich glaube am Ende werden wir Neuwahlen bekommen, entweder rasch, weil sie die irgendwie nicht einigen, glaube ich aber eher weniger, weil die werden sie irgendwie einigen. Der Kitt, der sie zusammenhält, ist gegen die Wähler zu sein und gegen den Kickl zu sein. Ja, das ist der Kitt, der sie zusammenhält. Aber dann werden wir spätestens im Frühjahr oder dann im Herbst, je nachdem, Neuwahlen haben, weil das nicht funktionieren wird, weil die Auguren jetzt schon miteinander streiten und auch aus den Sondierungsgesprächen klar ist, dass das nicht, was nicht zusammengehört, kann auch nicht zusammenkommen und sie werden uns diesmal nicht den Schmäh dazu hören. Das Beste aus drei Welten, das geht noch der letzten Regierung immer mehr. Die Kurzregierung lasse ich da nicht ganz aus. Ich meine, ja, diese Covid-Förderung, diese Geschenke mit der Gießkanne, ja, wo manche sogar überfördert worden sind, wieder was zurückzahlen müssen, da wurde das Budget schon da. Covid war aber türkisgrün, muss man fairerweise dazu sagen. Das war türkisgrün. Also da freilich. Die freiheitliche Partei war in Covid-Zeiten ja, nicht in der Regierung. Die freiheitliche Partei war auch zu kurz drinnen. Aber Covid war die freiheitliche Partei als einzige Partei in Opposition. Ja, aber er hat damals schon nichts bei den Förderungsstrukturen. Es ist damals von den Förderungsstrukturen nichts geändert worden. Naja, erst nicht immer, wo wir mitgestimmt haben, war es gescheit. Okay. Ich hätte zum Beispiel bei dem Covid-Gesetz, da hätte ich nicht mitgestimmt im Parlament, weil das ein Blödsinn war. Das muss ich mal ganz offen sagen. Aber die Covid-Geschichten, diese Förderungen, das Verteilen, die Gießkanne, wurscht, der Covid, der war es halt da kurz mit den Grünen. Er hat das damals auf Befehl der Mikl-Leitner in die Wege geleitet, dass es diese neue Regierungsform gibt. Also ich will damit nur sagen, da hat die ÖVP eine lange, lange, lange Verantwortung dazu. Ich glaube nicht, dass die Neuwahlen da was lösen. Ja? Denn wenn du jetzt Neuwahlen machst. Ja, jetzt einer. Nicht später. Ja, Neuwahlen heißt, ich bin nicht, das ist jetzt in Deutschland. Wenn die dort sagen, oh je, die FDP hat das schon erodieren, die hat schon dagegen gearbeitet, die wollte schon die Neuwahlen viel früher, die werden wahrscheinlich aus dem Bundestag wieder rausfliegen, zu Recht,
am besten sie nehmen die Grünen gleich mit. Und da hast du eine Situation, wo ich sage, bei Neuwahlen in Österreich, dann sagen die Leute, ihr sollt arbeiten und nicht dauernd wählen gehen. Und ihr sollt bitte endlich was zusammenbringen, damit wir zufrieden sein können. Es ist nach wie vor ein gewisses Misstrauen da und ein gewisser Vertrauensverlust. Und daher finde ich, schau, die Umfragen zeigen das auch, da ist eine Partei liegt da, nämlich die Freiheit mit 33% in der Oberhaching, mit 31% bei den Rottaten. Und das sind die, die halt jetzt seit damals, wie sie dann ausgewechselt worden sind, vom Kurz und dann die Grünen gekommen sind, haben die Freiheitlichen dann nichts mit der Regierung zu tun gehabt und haben dann im Endeffekt letztlich dann in der Opposition das alles aufgebaut, was sie da jetzt haben. Mit Argumenten, die man teilen kann und mit Argumenten, die man nicht teilen kann. Ja, aber das ist eine andere Geschichte, die man diskutieren müsste. So, und jetzt, wenn ich mir das da so anschaue, die sollen es einmal probieren, die drei, und sollen mal was am Tisch legen. Und ich finde, das ist schon demokratisch, dass wenn die, nicht nur schon, sondern es ist demokratisch, wenn es drei Parteien gibt, die einmal eine theoretische, aber auch reale Mehrheit im Parlament haben, sagen so, und jetzt dann wir mal miteinander reden, ob wir ein gemeinsames Regierungsprogramm überhaupt zusammenbringen. Das ist ja das. Aber ist es nicht zum Schimieren, Josef? Die Währung in der Politik heißt ja schon auch Vertrauen. Ja. Und jetzt haben wir 2 Monate nach der Nationalratswahl. Aber siehst du in den Umfragen ein Vertrauen in diese Dreierkoalition? Ah, Peter, ich gebe dir in einem Punkt recht, mir dauert das zu lange. Die kommen nicht hoch, die schaffen es nicht. Weil sie kein Vertrauen haben. Ich gebe dir ja recht, weil es zu lange dauert, rührt sich auch nichts bei den Umfragen, bei denen, die gerade verhandeln. Da hast du nicht Unrecht. Ja, ich da -1, -3, da spielt sich so. Die einzigen näher, also ja, wenn ich knapp unter der Wahrnehmungsschwelle bin, also die sind jetzt über 10 schon, das ist immerhin, da profitieren sie davon, dass sie nicht an der bisherigen Regierung waren, die Grünen mit 8%, 7%, 7% Rotaten, 8% Hochrechnen, die zahlen dafür, dass sie in der Regierung waren und alles mitgemacht haben mit der ÖVP anscheinend, ja, und mit dem Klimabonus Steuergelder meiner Meinung nach verschwendet haben, weil es nicht sozial gerecht war, die CO2-Steuer, da kommen diese ganzen grünen Themen hoch, über die man unterschiedlicher Meinung sein kann oder auch muss, so wie ich. Also das ist etwas, das in dem Zusammenhang da zu bügeln. Und ich sehe da nicht zwingend, dass wenn die Freiheitlichen jetzt da irgendwie in einen Verhandlungsprozess einbezogen werden. Und sie werden einbezogen werden müssen. Denn es wird 2/3 Materien geben. Es wird im Parlament den Versuch geben, sollten die drei überhaupt Regierung bilden, die Freiheitlichen bei manchen Beschlüssen mit einzubeziehen in Verantwortung für die Republik Österreich. Also das wird sowieso nicht so sein, egal ob die in der Regierung sind oder nicht, dass die Freiheitlichen nicht, dass nicht versucht wird, sie mit da in den Diskussions- und Beschlussprozess einer Regierungspolitik für Österreich mit einzubeziehen. Gut, machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann schauen wir uns die Kanzlerdaten an. Auch die sind sehr eindeutig. Gleich mehr dazu nach einer kurzen Werbepause geht's weiter. Noch schlimmer. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Und in diesem zweiten Teil schauen wir auf die Kanzlerfrage. Auch hier als erstes die Hochrechnung der Kanzlerfrage. Klare Sache, Herbert Kickl käme hier auf 32%, die ihn direkt zum Kanzler wählen würden. Karl Nehammer würden 24% zum Kanzler wählen, beide Werte wie in der Vorwoche. Andreas Babler verliert einen Prozentpunkt, 19%. Würden ihn direkt zum Kanzler wählen, 12% würden Beate Meindl-Reisinger wählen und 5% Werner Kogler. Und auch hier schauen wir uns noch die Rohdaten an, die auch ein sehr deutliches Bild ergeben. Herbert Kickl kann hier 2 Prozentpunkte zulegen, kommt auf 25%. Karl Nehammer, der amtierende Bundeskanzler, nur bei 17%, -1. Andreas Babler mit einem Riesenminus in dieser Woche, -4 Prozentpunkte. Nur noch 12% würden ihn zum Kanzler wählen. Beate Meindl-Reisinger liegt bei 9%. Werner Kogler mit 3%, muss man sagen, der kommt bald bei 0 an. Und 34%, also mehr als jeder Dritte, +4, sagt, er würde keinen dieser Kandidaten wählen. Ich kann sie nicht ersparen, Herr Czapp, aber 12% für Andreas Babler, das ist, glaube ich, der niedrigste Wert, den wir in der Lazarsfeld-Umfrage bisher je hatten. Ich bin des Lesens und Sehens mächtig und gebe Ihnen da recht, das ist ein erschütternd geringer Wert. Das stimmt. Es sind die anderen Werte
das ist aber kein Trost jetzt, auch keine Ausrede, auch nicht besonders spannend. Einer, der so lange Kanzler ist, liegt bei den Rotaten bei 17%. Ich kann mich kaum erinnern, dass jemand aus der Opposition heraus diejenigen, die an der Regierung waren, übertrumpft in den Umfragen bei den Rotaten. Die Hochrechnungen sind wieder was anderes. Aber was ich registriere, ist bei den Rotaten-Kanzlerfrage schon wieder, dass diejenigen, die überhaupt mit dem ganzen Personal nichts auffangen können, das da abgefragt wird von FPÖ, ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne, um 4% höher geworden ist und jetzt 34% gar keinen von denjenigen, die da auf der Liste sind, etwas anfangen können. Das finde ich ist erschütternd, ja, weil ich meine, die anderen waren jetzt viel in den Medien, haben viele Auftritte gehabt. Also weil der Nobody, den die da alle, wo die alle nicht wissen, wer, aber nur nicht die, der hat ja keinen Medienauftritt, weil er ein Nobody ist, was es immer nicht gibt. Der kann nächstens als Geist wo auftreten, ja, wie bei der Möbelwerbung da, bei diesen mit den meisten Leintüchern. Also ich finde, das ist traurig, ja. Und ich nehme an, es werden alle, die da unzufrieden sind mit den Werten, natürlich auch bei der SPÖ, sich was überlegen müssen, um aus diesem Tal der Tränen rauszukommen. Herr Westphal. Naja, der Rudi Fussi hat gestern in einer Pressekonferenz gesagt, wenn er Parteichef wird, dann schließt er den Babel aus der Partei aus, weil er gesagt hat, Stalinisten und Marxisten haben in der SPÖ nichts verloren. Und eigentlich, muss ich sagen, war das seine stärkste und richtigste Aussage, wenn ich mir diese Umfragen anschaue. Schau, der Babler ist so ein Minusmann geworden, auch aufgrund der Skandale der letzten Wochen, der nicht eingehaltenen Wahlversprechen. Ich meine, der Mann hat ja alle seine Versprechen gebrochen. Der hat gesagt, niemals, das war der große Unterschied, und das, diesen Unterschied, kleinen, aber feinen Unterschied muss man machen. Der Nehammer sagt, nicht mit Herbert Kickl, aber vielleicht mit der FPÖ. Der Herr Babler sagt, mit überhaupt niemandem in der FPÖ. Wir kommen überhaupt nicht in Frage und muss dann tatenlos zusehen, wie möglicherweise in der Steiermark Blau-Rot kommt und im Burgenland Rot-Blau, je nachdem, wie das dort im Burgenland ausgeht. Das heißt, er muss ja zurücktreten, nicht nur bei diesen Werten, sondern weil er seine erhobene Faustphilosophie, seinen Stalinismus und Marxismus offenbar nicht durchbringen kann. Und wenn bekannt wird, dass ein Parteivorsitzender der SPÖ, der sich anschickt, Vizekanzler zu werden, Autor eines Buches ist, wo der Massenmörder, 60 Millionen Tote, der Massenmörder Josef Stalin gehuldigt und verteidigt wird, dann muss man sich die Frage stellen, ist dieser Mann nicht nur als Parteichef und Vizekanzler nicht geeignet, sondern überhaupt für die Politik ungeeignet. Und ich frage mich, wo ist eigentlich der Bundespräsident, der das sagt? Wo ist der Bundespräsident, der sagt, bis hierher und nicht weiter? Herr Babler, verabschieden Sie sich. Und das zeigt sich ja, das hat sich durchgeschlagen. Dann kommen noch so Kleinigkeiten dazu, wie Interviews in der Zeit im Bild 2, auch noch nicht lang her, eine Woche, wo er sagt, es gibt keine roten Linien mehr. Das heißt, er haut alle seine Wahlversprechen über Bord. Hauptsache, er kommt in die Regierung. Und so jemand wird nicht gewählt und bei den Umfragen auch nicht bedacht. Am Ende sehen wir hier abgebildet -4 Babler und -2 in der Hochrechnung, -1 in der Hochrechnung und in den Rotdaten auch für Nehammer. Die tiefe Vertrauenskrise, man traut diesen beiden nichts mehr zu. Die haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt, die sind abgewählt, alle zwei, und die können die großen Probleme dieses Landes nicht wählen. Der eine hat 11% verloren, historisch, der andere ist am gusseisernen Bestand der Sozialdemokratie, verliert weiter in den Umfragen, es geht weiter Richtung Süden, und denen traut man einfach nichts zu. Und jetzt kann man das ausreizen und kann man sagen, okay, ist uns wurscht alles, der Wählerwille ist uns wurscht, die Umfragen sind uns wurscht, kann man alles machen. Aber es kommen immer Wahlen. Und es kommen die nächsten Wahlen bereits im Jänner im Burgenland. Da wünsche ich dem Toscazil schon alles Gute mit dem Babler, den er im Rucksack hat. Übrigens arme Steirer, weil das Minus ist nicht der Toni Lang gewesen und nicht der Bürgermeister Wallner, sondern das Minus ist Babler. Das ist der Rucksack von Wien. Das verheerende Auftreten, die verheerende Performance von Babler. Ja, und wenn man so einen Rucksack hat, kann man keine Wahlen gewinnen. Und vielleicht erklärt er sich einmal und vielleicht kann er dem Fussi zumindest einmal antworten, wenn der sagt, ja, da ist ein Stalin-Huldiger an der Nummer 1 der SPÖ und das braucht man eigentlich nicht und das sollte auch keinen Platz haben, dass so nebenbei dann noch der Herr Fussi, ich zitiere nur Fussi, es gilt die Unschuldsvermutung, auch noch die Behauptung aufstellt, angeblich hat sich der Herr Babler einen Universitätsstudienlehrgang erschummelt, erschlichen, weil er gar nicht die Voraussetzungen dazu erfüllt. Würde mich das interessieren, was der Herr Babler dazu sagt, aber auch was der Herr Filzmeier, der diesen Kurs nämlich gemacht hat, seines Zeichens ORF,
dann auch dazu sagt. Wenn wir beim ORF einmal nachfragen, was der Herr Filzmaier dazu sagt und ob das tatsächlich stimmt, dass er sich die Voraussetzungen des Herrn Babler, der überhaupt keine Ausbildung hat, du brauchst ja für einen Universitätslehrgang eine gewisse Form der Praxis oder einer Vorbildung, dass du den überhaupt machen darfst. Beides hatte Babler nicht, weil, wie wir alle wissen, ist ja der Babler völlig bildungslos. Also, sage ich mal, der intellektuelle Horizont geht so bis zur Tischkante bei ihm und daher kann er auch keinen Universitätslehrgang machen. Also da kommt noch einiges und was man so hört, auch mit den Jagdgeschichten dürfte auch noch einiges im Petto sein. Die SPÖ täte gut daran, sich auf die Suche zu machen nach einem neuen Parteivorsitzenden. Wie angeschlagen ist der Andreas Babler? Ja. Glauben Sie, dass der Ablaufdatum hat ein großes? Ich würde so langsam, fast amüsiert lächeln, der hat einfach eine echte Fixierung auf den Babler da drüben, der Peter Westenthaler. Es vergeht fast keine Sendung, wo er sämtliche Kritikpunkte, wobei ein Teil der Kritik, wo teile ich auch, ja, aufzählt und wie war er der Hauptgegner des Peter Westenthaler und des Herbert Kickl war. Minus 4, muss ich erklären, von Babler. Minus 4. In Worten. Also du, ich weiß nicht, du bist schon der halbe, eine richtige Babler-Fixierung. Aber ist egal, du wirst der Doktor der Bablerologie sein. Du wirst dann immer, wenn Medien was wissen wollen über Babler, meistens den Westenthaler anrufen, weil der beschäftigt sich echt damit. Ja. Der fängt da jetzt an, Karl Marx zu lesen, der Westenthaler, nachdem es der Kickl schon gelesen hat. Aber wir sind schon bei Stalin. Moment. Ich sage dir was, der Marxismus ist missbraucht worden von so Typen wie dem Stalin, der ein Massenmörder war. Ja? Missbraucht worden. Der hat sich darauf berufen und es hat einmal gelesen gehabt. Ja? Und alle die, die wirklich sich mit einzelnen Gedanken des Karl Marx auseinandergesetzt haben, sind vom Stalin alle umgebracht worden. Also Bukharin und so weiter. Wir können mal richtig eine Bildungssendung machen zu dem Ganzen. Mhm. Und wenn der Karl Marx sagt, er kann Fühler sein, Wahnsinn, sondern nicht Marxist, ja? Dann kann auch der Babler kein Marxist sein. Wenn es nicht einmal der Marx ist, dann kann es auch der Babler nicht sein. Unterschied zum Marx hat ja der Babler gesagt, er ist Marxist. Also, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube nicht, dass lauter Leute zuschauen, die diese Marx-Exegesen von uns auf die Dauer ertragen wollen. Weil wir haben schon die zweite Sendung. Babler gesagt, ich bin Marxist. Zweite Sendung, wo wir über Karl Marx reden. Aber immer abseits so viel über Karl Marx und Stalin jetzt. Wie fest sitzt denn Andreas Babler noch im Sattel, Ihrer Meinung nach? Ja, ja schau, wenn es nach ihm geht, natürlich nicht fest. Ja, ich finde, er ist jetzt gewählt am Parteitag, er war der Kandidat und er macht jetzt die Verhandlungen. Und ich sage, wie beim Nehammer ist er beim Babler, diese Verhandlungen müssen gelingen und sie müssen letztendlich auch etwas am Tisch legen, wo die Medien, die Bevölkerung, die Wählerinnen und Wähler sagen, okay, die sollen eine Chance haben, die sollen es probieren, vielleicht bringt es Österreich was. Wenn das gelingt, dann wird der Peter Westenthaler noch länger über Karl Marx, Josef Stalin und Andreas Babler diskutieren müssen, weil dann wird es ihm einfach länger geben. Aber wenn das alles nicht gelingt und in die Luft fliegt, ja, was ich Österreich nicht wünsche, weil dann sind wir regierungslos und Neuwahlen wäre eine Katastrophe, weil du nämlich dann einfach die Leute glauben, die sind alle nicht auf der Reihe. Ja? Was haben die da? Die werden doch schlicht und einfach gewählt und bezahlt, damit sie für Österreich arbeiten und was zusammenbringen und nicht streiten. Und endlich die wirklich brennenden Sachen da diskutiert werden. Ob ich da im Spital den Termin kriege, ob der Standort wirtschaftlich gesichert ist, ob ich schauen kann, dass alle Deutsch sprechen können an den Schulen. Das sind die wirklich brennenden Sachen. Das ist das, was mich interessiert und was vor 100 Jahren irgendwelche Leute verbrochen oder nicht verbrochen haben. Das können wir wirklich mal in einer extra Sendung aufarbeiten. Das Buch, wo das angeblich drinnen steht, von den Mitautoren, kriege ich kriege ich zugeschickt. Ja, dann schaue ich mir das an. Und dann können wir über das wirklich diskutieren. Aber nicht kurz vorm Schlafen gehen, weil sonst gehen die Leute vorher schlafen. Ich finde das nicht so lustig, wie du das findest, weil da geht es um Massenmord, da geht es um Verfolgung. Ich kann nicht mehr sagen, dass das ein Massenmörder ist. Naja, aber dann sag doch etwas dazu, dass in dem Buch der Satz steht, der Stalin hat einiges richtig gemacht. Das kann man doch nicht. Also, jetzt greife ich einmal in die historische Kiste. Nein, ich bin nicht der Jörg Haider hat den unsäglichen Satz gesagt im Kärntner Landtag. Im Vergleich zur schlechten Politik ihrer Regierung in Wien, das ist das wirkliche Zitat, hat er zum sozialdemokratischen Abgeordneten gesagt, hat der Hitler wenigstens eine ordentliche Beschäftigungspolitik. Im Dritten Reich. Ja, so. Haider ist aufgehängt worden, tagelang. Abgewählt. Titelseite, abgewählt, mit den Stimmen der Sozialdemokratie. Stimmt. Aber wenn ein SPÖ-Parteichef den Satz schreibt, dass Stalin einiges richtig gemacht hat,
Der hat nichts richtig gemacht. Der hat alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Wenn er das pardoniert in einem Buch, dann muss dieser Politiker das Spielfeld verlassen. Dann hat der nicht schon gar nicht in einer Regierung oder was zu tun. Der muss gehen. Der muss aus der Politik. Das sind neun Autoren. Der kann auch nicht Bürgermeister von Dreiskirchen sein. Nein, Autoren. Der kann gar nichts mehr. Der kann froh sein, dass er nicht ein Strafverfahren kriegt. Wenn es nämlich ein Verbotsgesetz gäbe. Wenn es ein Verbotsgesetz gäbe, ein Linkes, nicht einmal das gibt es, weil Verbot gilt ja nur für Rechtsextremismus und für Neonazismus. Aber für den Herrn Stalin und für seinesgleichen, Herrn Babler, gilt das alles nicht. Dort darf man verherrlichen, dort darf man Symbole verwenden. Aber jetzt war es doch gegen jeden Extremismus. Nein. Aber Josef, gegen jeden, musst du links und rechts. Damit kommst du auch einen Menschen mehr für nicht durch. Ich kann nicht mehr verurteilen, als dass der Stalin ein Massenmörder war. Was willst du noch? Soll ich mir entleiben jetzt? Das ist zu wenig. Ja. Einer, der das sagt und der das schreibt, kann nicht Parteiobmann der Sozialdemokratie sein, kann nicht Parteichef der Sozialdemokratie sein, sagt auch Rudi Fussi, er würde ihn ausschließen aufgrund dessen. Und er hat bisher weder dementiert, der Herr Babler, er hat gar nichts dazu gesagt. Und daher ist er, wenn er nicht dementiert, in der Ziehung. Und er kann nicht dementieren, er hat ganz was anderes gemacht, was er gemacht hat, als das bekannt wurde. Er hat aus seinem Wikipedia-Eintrag die Autorenschaft streichen lassen, damit es nicht mehr im Wikipedia drinnen steht. Das heißt, er ist ja auch schuldbewusst, er weiß, er hat einen Blödsinn gemacht. Nur, das ist leider nicht pardonierbar. Der ist ein Stalinist und solange er das nicht erklären kann und er tut es auch nicht, hat er nicht in der Politik mehr was verloren. Und offensichtlich sehen das die Menschen auch so, weil er ist jetzt bei 12%. Das ist, wahrscheinlich ist das so in der SPÖ, diese Gruppe revolutionärer Marxisten und Stalinisten. Nein, mehr sind das nicht mehr. Das sind die Trotzkisten, das sind ganz woanders. Und nächste Woche komme ich mit den Buchen und diskutiere. Jetzt darf ich noch was sagen. Du bist Sozialdemokrat und es gibt einen Parteitagsbeschluss mit Kriterienkatalog, unter welchen Kriterien man mit den Freiheitlichen zusammenarbeitet. Aber du kennst doch sicher auch den zweiten Parteitagsbeschluss der SPÖ, dass mit Kommunisten nicht zusammenzuarbeiten ist. Der ist in den 60er Jahren gemacht. Der gilt aber bis heute. Hm. Und der Herr Babler ist zumindest, aber das ist das Allermindeste, ein bekennender Kommunist. Na klar, wenn ich Marxist bin und Stalinist, also muss ich die SPÖ überlegen, ob das der richtige Parteivorsitzende ist, wenn sie in den Parteitagsbeschlüssen drinnen hat, mit Kommunisten wird nicht zusammengearbeitet und dann sitzt der Oberkommunist als Parteichef bei ihnen drinnen. Also sehr konsequent ist das nicht. Aber du tust immer auf mich losgehen. Ich kenne dich nicht. Ich war damals für den Toskosil aus 1000 Gründen. Und jetzt ist der Babler gewählt. Und dann werden wir sehen, wieso er da geht. Machen wir noch einmal eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir zum dritten Teil zurück und sprechen einmal über die Möglichkeiten, welche Zweierkoalitionen denn eine Möglichkeit hätten, sofern es nicht zu einer Ampel kommt oder ob es dann direkt am Ende zu einer Neuwahl kommen würde. Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV-Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei unserem Finale des heutigen Wahlbarometers mit Josef Czaap und Peter Westenthaler. Derzeit wird die Ampel noch verhandelt. Karl Nehammer meint 50-50 ist die Wahrscheinlichkeit. Man hört aber, es gibt mittlerweile aus der Wirtschaft, aus dem Bauernbund doch gewichtige Stimmen, die sich innerhalb der ÖVP gegen so eine Ampel aussprechen. Auch in der SPÖ gibt es mittlerweile Gegenstimmen gegen so eine Dreierkoalition. Was passiert, wenn das nicht klappt? Was sind dann die Alternativen? Es gibt zwei mögliche Zweierkoalitionen. Eine wäre FPÖ-ÖVP, eine wäre FPÖ-SPÖ oder Neuwahl. Was ist das Wahrscheinlichste? Es wird bald noch mehr Gegner dieser Ampelkoalition geben, wenn sich herumspricht, dass der Herr Generalsekretär Stocker Justizminister werden soll. Das ist dann das endgültige parteipolitische Kappern des Justizministeriums. Das können sie dann gleich vom jetzigen Gebäude in die Parteizentrale der ÖVP verlegen. Und der Herr Stocker kann dann alle Verfahren gegen die ÖVP einstellen. Also unfassbar, was man da so alles hört aus den Verhandlerkreisen. Sehr, sehr spannend. Aber die Tatsache ist die, dass das ausgebackelt ist, diese Ampelkoalition. Braucht sich keine Hoffnungen oder Gedanken machen, dass das jetzt einmal nicht kommt. Das ist ein Projekt, das läuft seit einem Jahr und wahrscheinlich sogar länger.
unter der Schirmherrschaft des Antidemokraten in der Hofburg, des Autokraten, der sagt, es muss so kommen, der heute wieder gesagt hat, fingers crossed, also er wünscht ihnen alles Gute, das sind seine Kommentare zu der Regierung, und der wird alles daran setzen, dass das so kommt, weil er ein Hasser, ein FPÖ-Hasser ist und weil er auch die Menschen nicht mag und weil ihm der Wählerwille egal ist und weil er 1,4 Millionen freiheitliche Wähler, die jetzt wahrscheinlich schon 2 Millionen sind, einfach aus dem Register streicht. Die Wahl hat nie stattgefunden. -11%, man muss Kanzler werden und ein Stalinist Vizekanzler und die NATO-Beate zum Drüberstreuen noch dazu. Also wunderbar. Das Einzige, was diese Regierung noch zu Fall bringen kann, ist wahrscheinlich die Realität, die man damals, als man das gebildet hat, ja noch nicht hatte. Weil damals haben sie uns ja, Josef Schaap, du weißt es, haben sie uns ja erklärt, das ist alles nicht so schlimm mit dem Defizit vor der Wahl. Ja. Ja, das ist ja alles super und das schaffen wir schon und keine Steuererhöhungen, rennt er jetzt noch immer herum. Der Nehammer macht ja schon wieder Wahlkampf. Nehammer ist im Wahlkampfmodus, weil er genau weiß, wenn das nichts wird, dann gibt es Neuwahlen, aber eine andere Alternative hat er nicht. Jetzt bin ich bei den Alternativen. Nehammer hat nur zwei Alternativen. Entweder es wird was mit der Ampel oder er geht in Neuwahlen. Und der ist auf so einem Ego-Trip, wo er gerade seine ganze Partei gegen die Wand fährt und übrigens das Land auch, sieht man gerade in der Steiermark, der Drechsler ist ja ein Nehammer-Mann, macht es ja genau gleich, verliert die Wahlen mit 9% und will Regierung verhandeln. Ist ja alles absurd. Statt dass sie gescheit sind und den Werner Hamon in die Regierungsverhandlungen schicken, der eben nicht der Frontmann ist einer 9%-Niederlage, schicken sie den Drechsler, den Wollloser, der noch dazu noch immer das Wählervotum zum Beispiel gegen seine Politik beim Leitspital in Litzen verstanden hat. Aber okay, das ist eine Frage der ÖVP, wenn man halt in der Opposition landen will, dann macht man das halt so. Und ich glaube, dass hier Dynamiken entstehen können. Sollte es tatsächlich so sein, dass Nehammer erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik das Kernland Steiermark für die ÖVP verliert, dann macht es einmal einen ziemlichen Rumpler, glaube ich, in der ÖVP und zugleich auch in der SPÖ, denn Babler ist dann Geschichte. Babler hat gesagt, niemals mit den Freiheitlichen. Also wenn da Blau-Rot in der Steiermark kommt, kann der Babler gehen. Das ist, damit ist er vorbei. Und dann noch vielleicht im Burgenland zum Drüberstreuen auch noch. Das heißt, da sind noch äußere Faktoren. Und der dritte äußere Faktor neben der Steiermark ist die wirtschaftliche Situation. Und wenn das stimmen sollte, im Übrigen verlange ich jetzt einmal Karten auf den Tisch, Frau Beate Meindl-Reisinger, die ihren Wählern versprochen hat, in jeder Zeit Transparenz und Offenheit. Was ist, Frau Meindl-Reisinger? Erklären Sie den Wählern, wie hoch ist das Budgetloch und wie wollen Sie das finanzieren? Wenn es 15 Milliarden tatsächlich ist und auch wenn es nur 10 Milliarden nur sein sollte, dann haben wir eine Realität, wo man sich als Sozialdemokratie fragen wird müssen, wie kommen die eigentlich dazu, und da gebe ich dir recht, die waren nicht in der Regierung, aber wie kommen die eigentlich dazu, den Scherbenhaufen des Nehammers aufzuräumen? Und vor allem, wie kommen ihre Wählerinnen und Wähler, die wenigen, die sie noch haben, aber wie kommen die dazu, diesen Scherbenhaufen aufzuräumen mit wahrscheinlich mehr Belastungen für die Menschen? Diese Frage wird sich zu stellen sein, wenn das die Sozialdemokratie glaubt, sie muss das unbedingt machen, als Wahlverlierer und dabei übersieht, dass es Wahlen im Burgenland gibt und vor allem die große Wien-Wahl. Ja, dann wünsche ich dem Herrn Ludwig für Wien auch schon alles Gute, aber dann kann er dort auch schon die Koffer packen. Jetzt muss ich aber echt dazu was sagen. Erstens mal bin ich dafür, dass der Stocker nicht Justizminister wird, ja, sondern dass das nicht die ÖVP besetzt. Ja. Zweitens einmal, wenn Finanzminister Besetzung aussteht, bin ich nach wie vor für einen unabhängigen Experten. Das werden wir lieber. Ansonsten wäre es ehrlicher, Sie setzen gern von Raiffeisen hin, weil dann haben die wenigstens gleich überhaupt überall was zu reden. Also, das lässt darüber einen Scherz. So, das Lügen vor der Wahl ist sinnlos, ja, zu sagen, ja, alles super und wir werden Wirtschaftswachstum, wir werden Kugelhupf machen. Das ist überhaupt, der Vergleich ist sensationell, ja, da werden sich der Felber-Bäcker und die anderen werden sich aufregen über das. Also, egal, das ist einmal der Punkt. Der Nehammer, wenn er scheitert, wird es nicht Neuwahlen geben, sondern es wird abgesetzt werden und die ÖVP wird einen anderen hinsetzen. Das ist meistens, die meisten haben mir gesagt, da hat es eine Kritik vor kurzem gegeben, die ganze Bundes-ÖVP ist nur mehr eine niederösterreichische ÖVP. Also wenn das so ist, dann müssen die das aber auch so machen, weil die haben die Gemeinderatswahl in Niederösterreich und wenn die da nicht aktiv sind und was unternehmen, dann wird es nämlich echt eng, Wenn die Bürgermeister einmal so richtig narrisch werden,
werden, dann wird, dann spitzt es total ab. Ja. Also das ist der nächste Punkt dazu. Warum soll der Babler zurücktreten, wenn Blau-Rot in der Steiermark wirklich kommen sollte? Erstmal müssen die mal Schnittmengen finden. Naja, aber jetzt hat er gesagt, er mischt sich nicht ein. Ja, das ist ja immerhin beachtlich. Nein, er wird sich in vielen anderen Fragen auch nicht einmischen. Dann werden alle sagen, wenn wir eher vorhin als Vorsitzenden einen Nicht-Einmischer haben, dann ist das besser, als wir haben einen Einmischer dort. Ja, und dadurch wird er bleiben. Du bist da irgendwie... Nein, es gefällt mir. Ja, das ist eine sehr gute Interpretation. Mich freut mich, was du manchmal... Sollte man die Mischmaschine haben. Blau-Rot im Bund ist auch eine Option? Ja, da ist gar nichts. Da hat der Wallner auch gesagt, das ist dort nicht eine Option. Und jetzt sollen einmal die drei, was am Tisch liegen. Ist doch auch interessant zu sehen, was sind die Schnittmengen von ÖVP, die seit 37 an der Regierung ist, SPÖ, die seit 7 Jahren nicht an der Regierung ist, und den Neos, die noch nie an der Regierung waren. Diese Mischung, wenn wir schon beim Mischen heute sind, ja, diese Mischung ist ja auch interessant. Und ich will wissen, was legen die für ein Mischprogramm auf den Tisch, mit dem dann die Österreicher und die Österreicher sagen, super, auf das haben wir immer schon gehört, und dann zum Jubeln anfangen. Also vielleicht kennen wir bald, wie das im Jahr 2004 war, als die SPÖ in Kärnten, Peter Ambrosi, den Jörg Haider, den damaligen Gott sei bei uns, zum Landeshauptmann gemacht hat. Vielleicht kennen wir jetzt auch bald auf einen Chianti dann gehen, weil das war die berühmte Chianti-Koalition 2004 oder im Burgenland noch gar nicht so lang her, 16 glaube ich, wie heute halt auch rot-blau war, oder in Klagenfurt oder in Linz oder ich habe jetzt nur noch geschaut, auch in Stockerau gab es schon mal rot-blau. Also das dürfte den Babler alles nicht geläufig sein. Daher ist ja das für mich sowieso die demokratiepolitische Normalität, dass es auch Blau-Rot gibt. Erstmals, wir sprechen nicht von Rot-Blau, sondern von Blau-Rot. Das ist eine demokratiepolitische Normalität, dass auch die Sozialdemokratie offensichtlich in der Lage wäre, den Marek Hunasek zum Landeshauptmann zu wählen, wenn sie sich einigen sollten. Wir sprechen in der Möglichkeitsform. Aber für den Babler ist das trotzdem kein Ruhmesblatt. Weil es sein könnte, dass solche Elementarereignisse wie in der Steiermark und möglicherweise dann auch im Burgenland natürlich etwas halt auslösen in einer Partei. Und ich sage das auch ganz offen, ich kann da freier von der Leber wegsprechen, wahrscheinlich wie du, weil ich bin nicht Funktionär und gar nichts. Es wäre für die demokratiepolitische Hygiene in Österreich wirklich fördernd und für die Zukunft des Landes auch in seiner ganzen Buntheit, in seiner demokratiepolitischen Vielfalt ein Vorteil, wenn diese völlig verrückte Warnitzki-Doktrin, die jetzt der Stalinist Babler durchsetzt, der Vergangenheit angehört. Und wenn wir zur demokratiepolitischen Normalität kommen würden, dass in Wahrheit alle, ich betone, alle ins Parlament gewählten Parteien in der Lage sein müssen, eine Regierung zu bilden oder in Opposition gehen zu können. Das ist Normalität, für die ich stehe. Ich habe das nie verstanden, dass man durch diese, wie soll ich sagen, durch diesen Irrweg der Sozialdemokratie mittlerweile über viele Jahrzehnte die österreichische Volkspartei in der Regierung pragmatisiert hat, weil die ist immer in der Regierung. Solange dieser Zustand der Sozialdemokraten herrscht, ist die ÖVP pragmatisiert, auch wenn sie 50% verliert, oder 50 nicht mehr, aber 20% verliert. Und das gefällt mir nicht. Ich bin der Meinung, es sollten im freien Spiel der Kräfte, wie das jetzt als in der Steiermark, das wird echt ein demokratiepolitisches Vorzeigeobjekt, diese Steiermark. Das wird auch egal, wie das jetzt ausgeht, ob das jetzt so oder so ausgeht, aber das wird das Gegenmodell, die Steiermark wird das Gegenmodell zu dieser verkorksten Ampelkoalition der Verlierer. Und in der Steiermark wird Marek Hunasek zeigen können, mit welchem Partner auch immer, dass man es besser machen kann, dass man bessere Politik machen kann, als eine Ampelkoalition, die zum Scheitern verurteilt ist. Ich habe nur eine Ergänzung. Der Warnitzki war ja ursprünglich mit den Blauen in einer Regierung. Das darf man nicht vergessen. Ja. Sinowatz ist damals gegangen, Warnitzki ist gekommen. Und hätte Steger die Abstimmung gewonnen beim Innsbrucker Parteitag, dann wäre dieser Versuch einer Sozialliberalisierung der FPÖ möglicherweise weitergegangen. Dann wäre der Warnitzki, glaube ich, weiter mit den Blauen in der Regierung geblieben. So, dann kam die eher nationalliberale Variante des Jörg Haider von Kärnten ausgehend. Und dann hat der Warnitzki gesagt, da sehe ich keine Schnittmengen mehr. Und das war dann zu Ende. So. Das ist keine Doktrin und gar nichts, sondern in der Regierungszeit von Warnitzki war das so. Und es hat dann nachher, wie wir das schon x-mal diskutiert... Aber das heißt nicht, dass es richtig ist. Nein, die, das also, schau, mein Jörg Haider,
noch einmal, weil du immer so streng mit den Zitaten bist, aber Grumpendorf mit den alten SSlern, die noch Ehre und Treue repräsentiert haben und Beschäftigungspolitik im Dritten Reich, das war zu viel. Das aber das nicht. Ist dann, ja. Könnte ich kurz was fragen, ja. Das ist dann nicht sehr konkurrent, wenn die Sozialdemokratie 2004 den Jörg Haider zum Landeshauptmann macht. Ne? Die haben nämlich Pfiffen auf die Vranitzky-Doktrin und zwar mit lauten Pfeifgetöse Pfiffen drauf. Ja? Und genauso ist es, ich glaube, so was ich sage, die Mehrheit in der Sozialdemokratie will das nicht mehr. Die würden jetzt sofort lieber mit der Freiheitlichen Partei eine Koalition machen, als mit den Hennigen Nehammer. So, nur so nebenbei. Die Stimmung in der Sozialdemokratie ist zumindest so eine, und jetzt charakterisiere ich nicht, wie die Stimmung gegenüber allen anderen Parteien ist, aber die Stimmung gegenüber der ÖVP generell ist so eine, dass man sich fragt, ja. Na bumm, ja, ob nicht doch das, was Einzelne sagen, die sind seit 37 Jahren pragmatisiert an der Regierung, in manchen Ländern ewig, die haben den Ewigkeitsanspruch, ja, war nicht so in der Steiermark, da waren wir ja die Landeshauptmann, wo wir korrigiert haben. Ja, ja, es war schon ein bisschen anders auch. Und auch in Kärnten ist der Peter Kaiser, der das sehr gut macht. Und mit der ÖVP hat er anscheinend nicht schlecht zusammen. Aber auch mit den anderen Parteien, muss man sagen, der hat da sehr breiten Zugang. Also in Wahrheit wollen die Leute keinen Streit, sondern das ist ein Wettbewerb aller Ideen, aller Parteien. Und ein paar müssen wir dann einfach in der Regierung selber zusammensitzen und dort regieren. Meine Herren, vielen Dank. War gerne. Eine spannende Analyse heute wieder mal. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Hier geht es gleich weiter mit unserem Donnerstagsduell Veronika Born-Mehner gegen Leo Luna.